Standort Berlin, heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Professor Dr. Heinrich August Winkler von der Humboldt-Universität, aber schon seit einigen Jahren im verdienten Ruhestand, wovon man nichts merkt, weil dieses Buch ist schon im Ruhestand geschrieben worden. Ein großes Werk zur deutschen Geschichte oder Geschichte des Westens, was einschließt nicht nur Europa, sondern auch Amerika, Australien und Neuseeland. Wie hat sich denn das überhaupt entwickelt in Deutschland? Ja, wenn man mal sagt, wir hatten vor Napoleon 1806 Trennung von Kirche und Staat, wir hatten davor Fürstentümer, eine große Anzahl von Fürstentümern, wir hatten die Kirchenspaltung mit Luther. Ja, welche Bedeutung hatte das für die Entwicklung des Westens? Ich gebrauche jetzt mal nicht den Begriff Deutschland. Zunächst einmal, was macht den Westen aus? Ich glaube, am Anfang steht ein Wort, und das kann man im Neuen Testament nachlesen, das ist das Wort von Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das heißt, hier findet eine Trennung statt zwischen göttlichen und irdischen Gesetzen. Und die irdische Gewalt, die bekommt eine Eigenverantwortung zugesprochen, die Sphäre des Kaisers, aber gleichzeitig wird sie beschränkt auf irdische Dinge. Fragen des Glaubens stehen ja nicht zu. Das unterscheidet den christlich geprägten Westen etwa von der islamischen Welt, wo so eine ganz eindeutige Trennung nicht stattfindet, weshalb das die spannenden Debatten der Gegenwart ausmacht. Wie verhalten sich göttliche und irdische Gesetze zueinander? Das große Thema auch des arabischen Frühlings 2011 und in den folgenden Jahren. Also in Europa ist die entscheidende institutionelle Gewaltenteilung die des Mittelalters, geistliche versus weltliche Gewalt, Papst versus Kaiser oder König. Das macht Deutschland alles mit. Auch die Trennung von fürstlicher und ständischer Gewalt wie in England, auf etwas andere Weise in Deutschland durchgeführt. Deutschland ist das Land der Reformation. Es hat einen prominenten Anteil an der Aufklärung. Denken Sie an Immanuel Kant, meinen Königsberger Landsmann. Aber zugleich weigert sich Deutschland, das gebildete Deutschland oder vor allem das Deutschland der alten herrschenden Eliten, die Konsequenzen der Amerikaner und der Franzosen zu ziehen. Also zu sagen, wir bekennen uns zum Prinzip der unveräußerlichen Menschenrechte, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie. Das kommt in Deutschland alles sehr viel später. Was übernommen wird aus dem Ideengut der Aufklärung, das ist die Idee des Rechtsstaats. Der ist im 19. Jahrhundert schon unumstritten, auch die Konservativen bekennen sich spätestens seit 1848 zum Rechtsstaat. Das andere, das wird mühsam erkämpft. Und das Scheitern der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, hängt damit zusammen, dass es in Deutschland ganz massive Vorurteile gegenüber der westlichen Demokratie gab. Na, man hat ja dann immer den Demokraten vorgeworfen, sie seien quasi gegen die herrschende Ordnung. Ja, das mussten sie ja. Wenn sie das Prinzip der Volkssouveränität gegen die Fürstenherrschaft stellten, mussten sie ja deutlich machen, das ist der Unterschied. Und der große Historiker Leopold von Ranke hat mit Blick auf die amerikanische Revolution, die amerikanische Revolution von 1776 gesagt, da wird erstmals dieses Prinzip verkündet, dass Macht legitimiert werden muss durch das Volk. Das ist der neue revolutionäre Gedanke von damals. Und der große Streit, der wird meistens ja vergessen, zwischen Jefferson und Paine, glaube ich, welche Kraft und Macht darf der Kongress haben? Richtig. Das Volk haben. Ja. Gegen den Präsidenten, der ja nicht König ist. Das hat man ja Washington immer vorgeworfen, er würde König werden wollen. Ja. Die Amerikaner haben ganz frühzeitig gesagt, es ist eine Legende, wenn behauptet wird, die Demokratie sei in Athen erfunden worden. Das waren Pöbelversammlung, so heißt es in den Kommentaren zur amerikanischen Verfassung. Demokratie in einem großflächigen Raum kann nur funktionieren durch das Prinzip der Repräsentation, durch die Wahl von Repräsentanten. Und man braucht Checks and Balances, man braucht Gegengewichte, damit nicht ein Element der Verfassung übermächtig wird. Der Präsident, der erscheint als die monarchische Dimension der amerikanischen Verfassung, der Senat als aristokratisches Element, das Repräsentantenhaus als das eigentlich demokratische Organ, die müssen sich ausbalancieren. Das ist ein Gedanke, der allerdings auch auf die Antike zurückgeht. Die Idee der Mischverfassung,
Verfassung. Das haben die Engländer bereits in ihren großen Grundsatzschriften von John Locke und anderen so ausformuliert. Die Gewalten müssen sich ausbalancieren, nur dann funktioniert ein modernes demokratisches Gemeinwesen. Ich mache jetzt mal einen Sprung in die Gegenwart. Ihr Buch behandelt ja die Zeit bis Ende 2014, noch nicht lange her. Das heißt, der Krieg in der Ukraine hatte schon begonnen. Wie ist der einzuordnen? Weltgeschichtlich, regionalgeschichtlich, ideengeschichtlich? Was passiert da gerade zwischen dem Westen und Russland? Oder gehört der Westen oder gehört Russland auch in ihrer Terminologie zum Westen? Nein, das orthodoxe Russland hat sich immer abgegrenzt vom Westen und Putin tut das auch. Die orthodoxe Kirche behauptet, der Westen ist rationalistisch, dekadent, das wollen wir alles nicht. Ja, und wir sind das dritte Rom. Ne? Wir sind das dritte Rom, wir sind der Hort der wahren Christenheit. Russland hat noch in Gestalt der Sowjetunion im Jahre 1990, im November, die Charta von Paris unterschrieben. Einen Monat nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Da steht drin, wir bekennen uns alle zur Demokratie. Wir respektieren wechselseitig die Grundsätze der nationalen Souveränität und der territorialen Integrität. Steht davon ist nichts übrig geblieben. Das steht ähnlich. Von 1975. Richtig, da steht auch schon in wesentlichen Zügen in der KSZE Helsinki Schlussakte von 1975. Über all das hat sich Putin hinweggesetzt. Als die Europäische Union 1999 Putin das Angebot macht, umfassende Zusammenarbeit auf der Grundlage der Demokratie, kommt eine kühle Antwort des damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin. Russland ist eine bikontinentale Großmacht und Weltmacht und definiert seine Interessen selbstständig, kein Wort von Demokratie. Und das ist programmatisch geblieben für die Einschätzung Putins, der ja dann auch im April 2005 vor der Duma sagt, die Auflösung der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Sie sind Historiker, kein Politiker, aber Sie können es einschätzen. Was passiert denn da momentan mit Putin? Verstehen wir ihn wirklich nicht? Müssen wir ihn verstehen oder ist das eine andere Welt? Wir müssen Putin zu erklären versuchen, warum agiert er so? Was sind die besonderen russischen Traditionen, auf die er sich stützt und beruft? Und das Ergebnis ist, Putin hat im Jahre 2014 spätestens die von der Sowjetunion mit unterzeichneten Grundlagendokumente zerrissen. Er hat gesagt, daran fühle ich mich nicht mehr gebunden. Die Annexion der Krim ist der schlimmste Landraub seit 1945. Ein krasser Bruch des Völkerrechts und dasselbe gilt für das aggressive Vorgehen Russlands im Osten der Ukraine. Darauf muss der Westen angemessen antworten. Es ist klar, wer eine Wertegemeinschaft mit Russland anstrebt, der braucht einen sehr, sehr langen Atem. Davon sind wir noch weit, sehr weit entfernt. Die Kanzlerin hat ja nun Herrn Putin ein großzügiges Angebot gemacht, einer großen Freihandelszone. Erinnert so ein bisschen an das, was davor schon mal angeboten wurde, die große Partnerschaft. Das hat nicht funktioniert. Wird denn dies andere funktionieren können? In dem Augenblick, wo Putin erkennt, dass er mit seiner Politik Russland ruiniert, könnte ein solcher Gedanke die Zukunft für sich haben. Soweit ist Putin offenbar nicht. Er hat durch seine Politik der Nicht-Modernisierung Russland in eine ganz schwere Wirtschaftskrise geführt. Man sieht das am fallenden Rubelkurs, man sieht es auch an den fallenden Erdölpreisen. Und Russland ist ja in hohem Maße von Rohstoffen nach wie vor abhängig. Auch die Kapitalflucht hat erschreckende Ausmaße angenommen. Die westlichen Sanktionen spielen dabei gar nicht die zentrale Rolle. Wenn Putin begreift, dass er mit seiner Politik des kompensatorischen, völkischen Nationalismus die Situation Russlands nicht verbessert, sondern verschlechtert, dann wird auch wieder Zusammenarbeit möglich, aber das muss Putin wohl offenbar erst noch bewusst werden. Bisher sehe ich nicht, dass er begriffen hat, wie katastrophal sein Kurs für Russland und für die Millionen von Russen ist, die seiner Herrschaft unterstehen. Die Alternative sieht dann ja eher nach Krieg aus. Nein. Die Alternative sieht aus, ich würde nicht einmal sagen unbedingt nach kaltem Krieg, dazu gehörte eine ideologische Auseinandersetzung, wie wir sie heute nicht haben,
aus Homophobie und Antifeminismus wird ja noch keine in sich geschlossene oder gar theoretisch anspruchsvolle neue Ideologie. Aber wir befinden uns in der Situation, wo es wieder um friedliche Koexistenz zwischen zwei sehr unterschiedlichen Systemen geht, dem westlichen demokratischen System und dem reaktionären autokratischen System, das Putin im Inneren Russlands praktiziert und für das er wirbt, wenn er rechtsradikale Bewegungen wie den Front National oder die FPÖ in Österreich oder den antisemitischen Jobbik in Ungarn und andere Rechtsaußenparteien fördert. Es bleibt spannend. Ich bedanke mich bei Ihnen. Unsere Zeit ist um. Professor Dr. Heinrich August Winkler von der Humboldt-Universität, aber schon einige Jahre im Ruhestand. Das Buch ist gerade erschienen, unglaublich lesenswert. Also man braucht allerdings lange Zeit. Aber Sie haben so verständlich geschrieben, dass ich sagen muss, das kann man auch im Bett lesen, wenn Sie es dann halten können. Also es ist ziemlich schwer. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Dank. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.